Hallo liebe Rastafaris, schön, dass ihr wieder dabei seid beim dritten U11-Online-Training hier auf unserem Rastafechter-YouTube-Kanal. Heute ist mit dabei der Louis. Der Louis spielt bei uns in der U10-Mannschaft und ja, hoffentlich in der nächsten Saison dann in der U11. Wir drücken alle ganz fest die Daumen, dass wir bald wieder zusammen anfangen dürfen. Was haben wir heute auf dem Programm? Wir wollen, nachdem wir uns beim letzten Mal mit dem Linkskorbleger und beim ersten Mal mit dem Rechtssprungstopp beschäftigt haben. Nein, das ist falsch. Wir haben uns letztes Mal mit dem Linkssprungstopp beschäftigt und mit dem Rechtskorbleger beim ersten Mal. Heute wollen wir weitermachen, den Rechtssprungstopp einzuführen. Seid alle dabei, für alle Linkshänder. Wie bei den letzten Malen schon gesagt, traut euch. Auch wenn noch nicht alles klappt, mit ganz viel Training werden wir das alles hinkriegen. Gut, zum Aufwärmen dürft ihr zu Hause und Louis auch nochmal schnell den Ball weglegen, weil wir wollen heute mal diese Würfel benutzen und mit ein bisschen Krafttraining starten. Louis bekommt die Würfel, würfelt jetzt mal kräftig und damit erwürfelt Louis die Aufgaben für uns, was wir machen wollen. Bleib mal hier. Wir machen, genau, zum Auftakt 5 Kniebeugen. Das kennen wir ja alle schon. Louis, du darfst gerne vormachen. Genau, wir behalten den Rücken gerade. Unsere Fußspitzen sind leicht auseinandergestellt und unsere Knie zeigen immer dahin, wo unsere Fußspitzen hin zeigen. Hast du schon 5? Ja. Super, sehr gut. Dann schnapp dir schnell die Würfel und dann darfst du noch eine Runde erwürfeln. Okay, Armkreisen, 15 Sekunden, noch eine relativ entspannte Aufgabe zum Anfang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Super, wir haben jetzt nur Stopp, den rechten Arm benutzt, aber beim Basketball braucht man natürlich auch die linke Seite, gerade als Rechtshänder, als Linkshänder ja sowieso. Und nochmal 15 Sekunden Armkreisen mit unserem linken Arm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Stopp. Super. Nächste Runde. Hier wird kräftig gewürfelt. Sehr gut. Wir haben nochmal Kniebeugen. Und wir machen 10 Sekunden lang Kniebeugen. Achtet wieder darauf, dass euer Rücken gerade ist. Du kannst gerne anfangen, Louis, und ihr zu Hause auch. Rücken gerade, Knie zeigen in die Richtung von euren Fußspitzen, Arme nach vorne ausgestreckt. Das hilft euch, damit ihr einen geraden Rücken habt bei eurer Kniebeuge. Und noch 3, 2, 1 und Stopp. Super. Gehen wir in die vierte von 5 Runden. Und wir machen als nächste Aufgabe 15 Hampelmänner. Auf geht's. Und ich unterbreche Louis und euch zu Hause direkt mal, weil bei den Hampelmännern, wenn unsere Arme oben zusammen sind, sind unsere Beine auseinander. Und wenn unsere Arme auseinander sind, sind unsere Beine zusammen. So, wir starten nochmal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr gut. So, letzte Runde Aufwärmwürfeln. Dann wollen wir auch direkt mit dem Ball anfangen. Würfelst du nochmal? Das wäre super cool. Oh, Kniebeugen hatten wir schon zweimal. Ich würde mal sagen, den anderen Würfel würfelst du nochmal. Wollen ja auch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Armkreisen haben wir auch schon. Armkreisen, das gibt's ja nicht. Louis Lieblingsübung anscheinend. Gut, schon wieder Kniebeugen. Ich denke mir gleich was aus, wenn du so weiter massierst. Freie Wahl, super. Louis, hast du eine Idee, was wir machen könnten zum Beispiel?
Nicht so? Okay, dann habe ich einen Vorschlag für euch und für Louis. Und zwar gehen wir mal in die Liegestützposition. Da können wir zwar keine 5 Wiederholungen machen, wie wir gewürfelt haben, aber wir können diese Liegestützposition mal für 15 Sekunden halten. Wir fangen an. 15, 14. Ich zähle im Kopf weiter. Ich erzähle euch noch eben kurz, wie das aussehen soll. Louis macht das schon richtig cool. Unser Körper ist wie ein Brett. Ganz, ganz kräftig gemacht. Unsere Hände sind unter den Schultern und unser Kopf guckt auf den Boden und hängt nicht durch. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Das ist richtig gut, Louis. Hast du richtig gut gemacht. Du darfst dir schon mal den Ball schnappen. Ich würfe mal die Würfel hier aus dem Spiel. Und dann fangen wir an. Genau, Louis hat schon eine super Position. Dann fangen wir an mit unserem Ballhandling. Das ist so ähnlich wie die letzten Male. Aber wenn ihr vielleicht bei Hendrik zugeguckt habt im U14, U12 Training oder im U16 Training, wollen wir uns sowas wie Routinen angewöhnen. Also Übungen, die wir immer vorm Training oder immer vorm Spiel machen können. Und dann habt ihr hier vielleicht eine kleine Richtlinie, die ihr benutzen könnt. Wir fangen an. Den Ball auf unserer Lieblingshand. Wir gehen in die Donald Duck Basketballposition und wir dribbeln so kräftig wir können mit der rechten Hand auf der Stelle. Versucht beim Dribbling so viel Krach zu machen, wie es nur geht. Vielleicht Mama und Papa im Mittagsschlaf aufwecken oder dass eure Gläser und das Geschirr klirrt in euren Schränken. Wichtig dabei ist, wenn ihr Rhythmus gefunden habt, dann versucht mal den Blick in das Spielfeld zu nehmen oder bei euch, wo auch immer ihr seid, auf eurem Hof, auf eurer Einfahrt, mal hochgucken und gucken, was so um euch rum passiert. Das sage ich jetzt auch nochmal zu Louis, der braucht nicht die ganze Zeit auf den Ball gucken, sondern du kannst auch mal nett in die Kamera gucken. Genau, weil wir wollen ja immer gucken, was auf dem Spielfeld los ist. Wenn wir nur auf den Ball gucken, wissen wir ja gar nicht, was passiert und vielleicht verpassen wir einen ganz wichtigen Pass. Sehr gut. Und jetzt gehen wir noch tiefer in die Donald Duck Position und versuchen mal ganz kleine Dribblings zu machen mit unseren Fingerspitzen. Das macht Louis schon richtig gut. Wenn ich sage mit den Fingerspitzen, meine ich nicht die Kralle und dann von oben dribbeln, sondern ich meine das oberste Fingergelenk, mit dem wir den Ball kontrollieren wollen. Zack, 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 zack. Und auch hier wieder, genauso für Louis wie für die anderen, für euch zu Hause. Wenn ihr Rhythmus gefunden habt, dann guckt ruhig ins Spielfeld. Auch dieses Mal wieder der Hinweis, wenn euch mal ein Ball wegfliegt, dann trainiert ihr genau richtig, weil dann trainiert ihr besser, als ihr eigentlich schon eigentlich seid. Und sammelt den Ball wieder ein und trainiert genauso hart weiter, wie ihr es im Moment schon tut. Sehr gut. Und wir ändern die Aufgabe und zwar dribbeln wir jetzt mit der Lieblingshand Schulter hoch. Schulter hoch. Ja, kräftig dribbeln, Donald Duck Position natürlich nicht vergessen. Und Louis überlegt nochmal, wo seine Schulter ist und nicht, wo seine Hüfte ist. Nee, der Rücken war super. Aber wenn du dribbelst, soll der Ball auf der Schulterhöhe ankommen. Genau, kräftig dribbeln, kräftig dribbeln, kräftig dribbeln, kräftig dribbeln. Wichtig ist hierbei auch, dass wir immer Kontrolle über den Ball haben. Sobald uns der Ball nach oben abhaut, haben wir keine Ballkontrolle mehr. Natürlich soll das passieren, damit wir an unserem Limit trainieren. Aber wir wollen immer versuchen, die Kontrolle über den Ball zu behalten. So, wir dribbeln nochmal so kräftig wir können. 10 Mal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurz Pause. Super. Gut, genau. Einmal ausschütteln, das macht Louis schon genau richtig. Wir nehmen den Ball jetzt auf unsere noch bessere Hand. Bei Louis ist das die linke Hand. Nochmal zur Erinnerung. Die noch bessere Hand ist die Hand, die noch besser werden soll. In Louis' Fall ist das die linke Hand. Wir fangen hier mit der gleichen Aufgabe an, wie eben mit der rechten Hand, beziehungsweise mit unserer Lieblingshand und dribbeln hüfthoch, versuchen Rhythmus zu kriegen und gucken dabei ins Spielfeld.
Zu Hause wie hier dribbelt immer so feste und so hart ihr könnt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und zu früh aufgehört hat der Louis immer bis zum Stopp dribbeln oder bis Null dribbeln, damit wir jede Wiederholung, die wir kriegen können, auch nutzen können. Nächste Aufgabe war flach dribbeln. Sehr gut, Louis kann noch mal versuchen und ihr zu Hause natürlich auch noch flacher zu dribbeln, dass der Ball fast nie die Hand verlässt. Ganz genau, bam, bam, bam. Wir wollen auch zusehen, dass wir nicht mit der ganzen Hand patschen, sondern mit unseren obersten Fingerteilen den Ball kontrolliert zu Boden kriegen. Und 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Letzte Aufgabe für im Stand dribbeln. Stimmt noch nicht ganz. Wir machen gleich unsere Routine weiter. Aber mit einfach auf der Stelle dribbeln ist das die letzte Aufgabe. Ganz genau. Louis macht das schon richtig gut. Wir starten wieder Schulter hoch zu dribbeln. Und wenn wir unseren Rhythmus gefunden haben, gucken wir ins Spielfeld. Versucht wirklich, eure Schulterhöhe zu erreichen, damit wir richtig Kraft und richtig Power auf den Ball geben können, damit er auch richtig hoch wieder zu uns zurückkommt. Sehr gut. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Wieder einmal kräftig ausschütteln. Sehr gut. Und dann fangen wir direkt an. Ein Dribbling, Handwechsel, ein Dribbling, Handwechsel, ein Dribbling, Handwechsel. Sehr gut. Bam, bam, bam. Zu Hause auch kräftig dribbeln. Denkt dran, die Handwechsel wollen wir immer unter Knieniveau spielen, damit wir es dem Gegner ganz schwer machen, den Ball zu klauen. Dribbling, bam, Dribbling, bam, Dribbling, bam. Auch hier soll und darf euch der Ball unbedingt wieder wegfliegen, damit ihr wirklich besser werdet. Wenn wir nur so dribbeln, dass wir immer den Ball behalten können, dann werden wir nicht besser. Deswegen, euch soll und darf der Ball ruhig wegfliegen oder ihr müsst ihn mal aufnehmen oder ähnliches. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. Gut. Jetzt sucht euch wieder auf eurer Auffahrt, auf eurem Hof, eine gewisse Strecke, die ihr entlang dribbeln wollt. Wir nutzen hier wieder die Zone, die wir hier zum Glück in unserer Sporthalle zur Verfügung haben. Wir machen die gleiche Aufgabe, die wir gerade hatten. Und zwar ein Dribbling, Handwechsel, ein Dribbling, Handwechsel. Und versuchen dabei jetzt mal uns vorwärts zu bewegen, bis zum Zonenrand bei uns, bei euch bis zum Ende der Auffahrt oder des Hofes und wieder zurück. Louis, let's go. Sehr gut. Ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr euren Rhythmus gefunden habt, versucht wirklich ins Spielfeld zu gucken oder bei euch zu Hause in eure Blumen oder ins Blumenbeet, dass wir wirklich schaffen, die Augen vom Ball wegzubewegen. Super. Nächste Aufgabe ist, den Ball ohne Zwischendribbling als Handwechsel hin und her zu spielen. Wieder Donald-Duck-Position, den Ball möglichst unter Knieniveau hin und her spielen. Sehr gut, Louis, sehr gutes Tempo, ist richtig, richtig gut. Und auch hier wieder, ich sage es gerne nochmal, versucht den Ball oder die Augen vom Ball zu bekommen und ins Spielfeld zu gucken. Bam, 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 bam. Gut. Wem die Aufgabe zu einfach ist,
Der versucht jetzt einfach mal den Ball wirklich von außen nach außen zu spielen. Von außen nach außen zu spielen. Genau. Auch hier wieder Rhythmus finden, langsam, schneller und härter dribbeln. Und wenn ihr soweit seid, die Augen vom Ball wegnehmen. Luis kann auch noch mal ein bisschen Gas geben hier jetzt. Sehr gut. Genau, da ist es passiert, da ist der Ball weggeflogen. Das ist ein gutes Zeichen für ein super Tempo. Zack, zack, zack. Okay, noch 10. Wir achten darauf, dass der Ball nicht zu hoch wegfliegt beim Handwechsel. Wir wollen möglichst unter Knieniveau bleiben. Und noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Richtig gut. Auch das machen wir jetzt noch einmal in der Bewegung. Von Zonenrand zu Zonenrand, beziehungsweise bei uns konnten wir sogar abkleben. Nur möglichst groß. Möglichst groß. Zack, zack, zack. Richtig gut, Luis. Super. Und zurück. Überhaupt kein Problem. Einfach dahin zurück, wo ihr den Ball verloren habt. Und weiter geht's. Sehr gut. Wenn ihr euch noch an letzte Woche erinnern könnt, da haben wir mit dem V-Dribbling angefangen. Dazu machen wir jetzt noch eine kleine Wiederholung. Wir machen das V-Dribbling vor dem Körper und spielen einen Handwechsel auf die andere Seite. V-Dribbling, Handwechsel. V-Dribbling, Handwechsel. Ja, Luis macht jetzt nur die V-Dribblings vor dem Körper. Das ist auch keine schlechte Idee, um wieder reinzukommen. Wir spielen den Ball mit unserer Lieblingshand nach innen, fangen den Ball mit unserer Lieblingshand wieder auf. Du darfst gerne weitermachen, Luis, und spielen so den Ball immer hin und her und täuschen so einen Handwechsel so ein bisschen an. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut. Wir nehmen den Ball auf unsere noch bessere Hand und legen direkt weiter los. Bam, 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 bam. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Gut. Letzte Aufgabe für das Ballhandling. Nee, ich erzähle schon wieder Kram. Vorletzte Aufgabe für das Ballhandling heute ist wieder V-Dribbling, Handwechsel. V-Dribbling, Handwechsel. Luis zeigt euch, wie es geht und dann steigt ihr zu Hause natürlich wieder ein. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay, stopp kurz. Denkt auch zu Hause daran, wir wollen kein In-and-Out-Dribbling machen. Wir wollen ein V-Dribbling machen. Das heißt, wir spielen den Ball vor unserem Körper auf den Boden, fangen den Ball auf und spielen den Ball wieder über den Boden zurück. Bam, bam, bam. Na, Luis, du machst gerade ein In-and-Out-Dribbling. Ich zeig's dir nochmal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ausprobieren. Sehr gut, das sieht schon viel besser aus. Mit links auch den Ball kontrollieren und rüberspielen. Das war wieder, genau, hast du selber gemerkt, richtig gut. Zack, 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 richtig gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut, diese letzte Aufgabe wollen wir jetzt auch noch einmal mobil machen. Zu Hause nutzt eure Auffahrt, nutzt euren Hof und macht diese Aufgabe einmal im Gehen. Luis, let's go. Bam, 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 bam. Sehr gut. Ja? Luis fängt jetzt schon an, seine Fehler selber zu merken. Das ist ein richtig gutes Zeichen. Zu Hause auch. Nicht die Geduld verlieren. Ja? Üben, üben, üben. Irgendwann klappen diese Aufgaben dann von selber.
Sehr gut, Louis. Klasse. Gut. Als letzte Ballhandling-Aufgabe, jetzt auch wirklich, wollen wir mal versuchen, uns den Ball durch die Beine zu spielen. Dafür malen wir uns mal zwischen unseren Beinen ein X auf den Boden und auf dieses X wollen wir den Ball immer spielen. Durch die Beine, dann fangen wir den Ball mit der anderen Hand wieder auf und spielen den Ball wieder rüber. Der Louis macht das schon richtig gut vor hier. Genau. Ja. Positionier dich neu, das ist überhaupt kein Problem. Sehr gut. Wenn ihr zu Hause gerade mit dieser Übung noch Schwierigkeiten habt, was auch wirklich nicht ganz einfach ist und ordentlich Übung bedarf, dann traut euch daran weiterzumachen. Auch wenn wir vielleicht heute mit unserem Training schon ein bisschen weiterkommen als ihr zu Hause, nutzt die Zeit zu Hause und probiert diese Aufgabe zu schaffen. Nochmal der Tipp, malt euch ein X genau zwischen eure Beine und versucht den Ball darauf zu spielen. Für die zu Hause, die die Aufgabe schon super absolvieren können, können wir jetzt auch mal unsere Schrittstellung ändern und den Ball mit der anderen Hand durch die Beine spielen. Louis muss schon grinsen, weil jetzt muss er den Ball mit seiner noch besseren Hand durch die Beine spielen. Aber auch das funktioniert hier schon super. Ihr zu Hause probiert einfach aus und guckt mal, ob ihr die Aufgabe schon schafft. Überhaupt kein Problem, einfach wieder einsammeln und neue Positionen suchen und weiter geht's. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Als letzter Hinweis für euch für diese Aufgabe noch, versucht immer den Ball von eurem Bauchnabel zu eurem Rücken zu spielen. Ja? Wir wollen den Ball vom Bauchnabel zum Rücken spielen. Wenn wir den Ball andersrum spielen, das ist schon eine ganz schwierige Aufgabe, wenn ihr irgendwann mal im U16-Alter oder älter seid. Ja, dadurch kann man dann Pick and Rolls bekämpfen im Angriff oder Pick and Roll Verteidigung bekämpfen im Angriff. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir wollen erstmal schaffen, den Ball von vorne, also vom Bauchnabel, durch die Beine zu spielen. Genau, Louis hat das richtig cool gemacht. Ich glaube, der Louis hat sich seine Trinkpause reglich verdient. Ihr zu Hause könnt auch schnell was trinken gehen und wir sehen uns sofort wieder. Guten Durst, auch zu Hause. Die Zeit der Trinkpause nutze ich schon mal, um euch zu Hause darauf hinzuweisen, dass es gleich schon mit unserem U12, U14 Training weitergeht. Diesmal mit dem Leon und dem Elias aus U14. Also, wenn ihr noch nicht genug habt, schaltet ein, seid dabei und guckt mal, was die bisschen Älteren schon trainieren. Ansonsten heute Abend ab 18.30 Uhr unser Fitnesskurs mit Susi. Morgen um 18.30 Uhr findet unser Kitchen Club statt. Wir reisen dieses Mal nach China und kochen ein leckeres Wokgericht. Da ist auch für jeden was dabei, versprochen. Und am Freitag haben wir unser U16 und älter Training, unseren Fitnesskurs und unser besonderes Highlight, was für uns jeden Freitag wieder richtig toll ist, weil da können wir mit unseren Grundschulen in Kontakt kommen, mit allen Grundschülern in Kontakt kommen. Unsere digitale Sportstunde um 12 bis 12.30 Uhr zusammen mit Hanno. In dieser Woche ist der Leonard noch mit dabei. Also schaltet ein, redet mit euren Lehrerinnen in eurer Schule, macht die digitale Sportstunde mit und bleibt fleißig. Super, Louis ist schon wieder da, richtig cool. Wir wollen uns jetzt mal dem Passen zuwenden. Ja, das Passen haben wir letztes Mal so ein bisschen vergessen, das wollen wir heute ein bisschen wieder aufholen.
bevor wir dann zum Schluss zu unserem Sprungstopp rechts kommen und noch mal ein paar Mal zumindest auf den Korb werfen heute. Super. Luis, du hast dir schon eine Markierung dahin, oder wir haben dir schon eine Markierung dahin gemacht. Das ist super, die darfst du mal benutzen. Und wir fangen an. Auf der Stelle dribbeln und dann einen einarmigen Lucky Loop Pass spielen. Super. Zwischendribbling, einarmigen Lucky Loop Pass. Ihr zu Hause, sucht euch eine Hauswand, sucht euch eine Mauer, sucht euch irgendwas, wo ihr gegenpassen könnt. Vielleicht nicht eure Glasscheibe vom Küchenfenster. Da sind eure Eltern sicherlich nicht so cool mit. Aber sucht euch irgendeine Mauer, eine Wand, wo ihr gegenpassen könnt. Vielleicht euren Schuppen, eure Garage und dann steigt mit ein. Sehr gut. Bei dem einhändigen Pass, ich habe es beim ersten Mal schon gesagt, wir wollen immer zusehen, dass wir den Ball auf Brusthöhe unseres Gegenspielers spielen, ordentlich Kraft hinter den Pass legen und dann wie Lucky Luke aus der Seitentasche den Ball nach vorne drücken. Genau, Luis macht das schon echt cool vor. Klasse Dribbling und dann wirklich mit einer Hand passen. Die linke Hand oder bei euch Linkshänder, die rechte Hand lassen wir noch weg und wir, genau, passen mit einer Hand. Wir dürfen gerne den Ball mit der rechten Hand fangen. Wir machen noch 7 Pässe zusammen mit unserer Lieblingshand. Noch 6, 5, 4, 3. Zwei. Luis kann noch mal ein bisschen Schmackes hinter den Ball bringen. Noch 2, noch 1 und gut. Gleiche Aufgabe, linke Hand. Da spielen wir uns gar nicht so lange ein, sondern zählen direkt von 10 runter. Traut euch mit links. Traut euch mit links oder mit eurer noch besseren Hand vielmehr. Wirklich Schmackes hinter den Ball zu bringen und kräftig an die Wand zu passen. Bam, richtig mit Schmackes. Arm durchstrecken. Handgelenk klappt durch nach dem Pass. Wenn ihr den einarmigen Pass spielt, dann achtet darauf, dass ihr eure Hand hinter den Ball bekommt und dann den Arm nach vorne durchstrecken und euer Handgelenk zeigt zum Ziel, wohin ihr passen wollt. Gut, ich habe gar nicht mitgezählt, wir machen mal noch 3 Pässe, noch 2 Pässe, letzter Pass, sehr gut, super, gut, super Luis, genau, du darfst sie ganz kurz ausschütteln, ich erkläre kurz die nächste Aufgabe. Nun ist es ja beim Basketball nicht immer so, dass wir einfach gerade auspassen können, weil ganz oft ist ja ein Gegenspieler vor uns, der versucht uns den Ball zu klauen oder einfach versucht, schwer macht, einen guten Pass zu spielen. Dafür gibt es einen relativ einfachen Trick. Und zwar versuchen wir den Ball einmal aufzudribbeln, so einen kleinen Schritt nach rechts zu machen, das Dribbling nach rechts leiten und dann am ausgestreckten Arm den Ball zur Wand zu passen. Luis zeigt euch, wie das funktioniert. Wir ziehen den Ball nach außen, sehr gut. Zack, bam. Auch hier wieder versuchen, die Hand hinter den Ball zu kriegen. Handgelenk klappt ab, Arm ist ganz durchgestreckt nach vorne. Sehr gut. Luis haut jetzt nochmal ein bisschen Schmackes auf die Pässe, dass hier die Wände wackeln und die sich nebenan fragen, was hier überhaupt los ist. Sehr gut. Super. Noch 7, noch 6, noch 5. Noch 4, 3. Richtig den Ball nach außen ziehen beim Dribbling und dann am ausgestreckten Arm den Ball Richtung Wand passen. Super, wir machen noch 2, noch 1. Super, sehr gut. Luis macht noch einen letzten, richtig gut. Gleiche Aufgabe, noch bessere Hand. Auf geht's. Zack. Bam, richtig nach außen dribbeln, den linken Fuß jetzt mitnehmen nach außen, zack.
Bei dieser Aufgabe könnt ihr euch auch mal vorstellen auf dem Spielfeld. Die meisten von euch kennen das ja schon, dass wenn zum Beispiel ein Mitspieler von euch Richtung Korb cuttet, zum Korb schneidet, dass ihr eben den Ball in den Lauf spielen wollt. Diese Situation könnt ihr euch jetzt zum Beispiel mal super vorstellen, dass einer eurer Mitspieler antäuscht, zum Korb läuft und euer Mitspieler, genau, euch den Ball perfekt in den Lauf spielt. Natürlich vergesst auch nicht, euren Gegenspieler euch vorzustellen, an dem wir den Ball vorbeipassen wollen. Louis sieht zu, dass er jetzt mal wieder, wie eben schon gesagt, Schmackes an den Ball kriegt, den Arm richtig ausstreckt, damit er am Gegenspieler vorbeipassen kann. Richtig gut. Und wir machen noch 4 Stück. Noch 3 Stück. Noch 2. Richtig nach außen ziehen den Ball und an einem Arm passen. Mit ordentlich Schmackes. Und das war der letzte. Einer noch. Ja gut, wenn Louis das sagt, dann machen wir auch noch einen. Super. Das war unser kurzer Passteil. Nächstes Mal werden wir noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir das mit den Bodenpässen machen. Und genau, Louis macht es jetzt schon super vor. Wir wollen zum Korbwurf kommen. Letztes Mal haben wir den Sprungstopp links gemacht. Dieses Mal wollen wir den Sprungstopp auf der rechten Seite trainieren. Dafür darf sich Louis jetzt hier einmal ans Brett stellen. Einmal den Ball ans Brett vorwerfen. Dir selber ans Brett werfen, auffangen. Auf beiden Füßen landen. Und von beiden Füßen wieder hochspringen. Richtig gut. Genau. Überhaupt nicht schlimm, wenn der Ball mal nicht reingeht. Dafür trainieren wir das Ganze her. Louis macht schon richtig gut, wie ihr seht, dass er den Ball fängt, den Ball auf die rechte Körperhälfte nimmt und von da aus abschließt. Versucht das auch zu Hause. Fangt den Ball, haltet ihn auf der rechten Körperhälfte und schließt von der rechten Seite ab. Und wir machen mal 7 Treffer. 1. Sehr gut. 2. Oh, da war ich fast zu früh, aber der ist ja super reingegangen. 3. Boing. Das macht gar nichts. 4. 5, 6 und einen brauchen wir noch. Zack, landen, Ball auf die rechte Seite ziehen und reinschmeißen. Sehr gut. Louis schmeißt jetzt sogar schon den 8. rein. Sehr gut. So, die Position, wo wir waren, merken wir uns jetzt mal. Und wir gehen 2 Schritte zurück. Unser rechter Fuß ist vorne, unser linker Fuß ist hinten. Mit unserem rechten Fuß springen wir ein bisschen nach vorne ab, landen gleichzeitig mit beiden Füßen und dann springen wir aus dieser Position wieder hoch und schmeißen den Ball in den Korb. Genau, Louis, dein linker Fuß ist vorne, super, sehr gut. Auch aus dieser Position machen wir direkt 7 Treffer. Achtet wirklich genau auf eure Fußarbeit. Habt Geduld, stellt euch hin, wie ich das vorgeschlagen habe. Und dann wirklich vom linken Fuß, vom rechten Fuß abspringen, auf beiden Füßen kräftig stabil landen, euren Bauch, euren Po spannt ihr an, dann aus der Basketballposition den Ball in den Korb schmeißen. Gut, sehr gut, Louis. Wie viele Treffer haben wir? 3. 3, alles klar, dann brauchen wir noch 4. Super. 4. Treffer. 5. Treffer. 6. Treffer. Oh, genau. Sehr gut. Fehler selbst gemerkt. Zack, landen. Abschließen. So, einen Treffer brauchen wir noch. Oh, Entschuldigung. Okay, Louis sagt 2. Dann machen wir natürlich noch 2 Treffer. Gar kein Problem. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch einen. Achtet darauf, das ist ganz wichtig beim Sprungstopp oder beziehungsweise, wenn wir den jetzt einführen wollen, landet möglichst nah am Korb, ja, und versucht dann nah am Korb abzuschließen.
Ein Sprungstopp und ein Sprungwurf ist auch eine ganz tolle Idee, aber das kommt erst später. Wir wollen erstmal möglichst nah am Korb abschließen. Nächste Aufgabe ist, wir stellen uns wieder mit dem rechten Fuß nach vorne, der linke Fuß ist hinten, machen einen Schritt nach hinten und jetzt ganz ruhig, links, rechts, abstoppen, werfen. Genau, richtig gut, Louis, sehr gut. Bin mir jetzt sicher, ihr zu Hause kennt das ja auch schon von unserem Sprungstopp links aus der letzten Woche. Ausprobieren, jetzt ist es natürlich andersrum, aber ich bin mir sicher, da ihr den Rhythmus schon kennt, dass ihr da relativ schnell reinkommt. Gut, wir machen 7 Treffer. Zack, zack. Genau, Louis und ihr zu Hause fangt auch hier erstmal relativ nah am Korb an. Große Schritte trainieren wir gleich mit unserer Folgeaufgabe. Links, genau, nach hinten. Schritt mit links, Schritt mit rechts, abstoppen und den Ball in den Korb. Ich schalte mal immer von hier. Das hier dein, genau, rechter Fuß ist, der linke Fuß ist hinten, zack, zack. Probier nochmal richtig, ich zeig's dir nochmal. Rechts ist vorne, links ist hinten, richtig in der Schrittposition. Schritt nach hinten, linker Schritt, rechter Sprung, auf beiden Füßen landen, Ball ist rechts, das machst du schon richtig gut. Und dann von da mit der Zauberecke den Ball in den Korb. Große Schritte, zack, zack. Ja, den rechten Schritt darfst du auch noch machen. Du musst nicht vom linken Bein abspringen, sondern den rechten Schritt machst du auch noch. Genau, richtig gut. Super, wir machen noch 5 Treffer. Denk dran, nicht zu weit vom Korb zu starten. Sehr gut, genau. Zack, zack, bam, bam. Korb, sehr gut, richtig gut. Wir brauchen noch 4. Noch 3. Ah, Louis ist schon wieder ganz schön weit hinten. Auch ihr zu Hause achtet darauf, dass ihr erstmal noch gar nicht zu weit hinten anfangt. Sehr gut, Louis, klasse. Einen brauchen wir noch. Sehr gut. Super. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, den kennt ihr auch schon von unseren Sprungstopps und unseren Korblegern. Wir fangen am sogenannten Elbow an. Wir haben, wie gesagt, das Glück, dass wir unsere Zone hier zur Verfügung haben. Ihr anderen sucht euch einen Punkt, wo ihr ein Dribbling, 2 große Schritte machen könnt und damit den Korb erreicht. Und auf geht's, Louis, ein Kreuzdribbling, also rechte Hand, linker Fuß. Genau, gleichzeitig aber. Gleichzeitig Schritt und Dribbling. Ah, jetzt haben wir einen Rechtskorbleger gemacht, das ist auch cool. Aber wir wollen jetzt, zack, zack. Jetzt haben wir wieder den Korbleger gemacht. Die in der ersten Stunde dabei waren, haben es sicherlich wieder erkannt. Wir wollen jetzt einen Sprungstopp machen. Yeah, richtig gut, super. Da haben wir schon unseren ersten Treffer von 10 dieses Mal. Zack, 1, Sprung. Sehr gut, Louis. Richtig gut. 2. Treffer. Oh, das war zu doll. Ich glaube, der Louis ist auch schon hohe Körbe gewöhnt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Versucht, große Schritte zu machen bei eurem Sprungstoppversuch oder Korblegerversuch. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ihr es vielleicht nicht schafft, die 10 Treffer zu erreichen, während Louis sie schafft, dann macht die Aufgabe einfach im Nachgang zu Hause fertig. Ja? Übung macht den Meister. Es kann nicht sofort funktionieren. Wenn ihr es noch nicht ganz fertig habt zu Hause, dann macht die Übung einfach im Nachgang fertig.
So, Louis hat den Bogen raus. Wie viele Treffer haben wir? 7. Gut, brauchen wir noch 3. Sehr gut. Ah, immer noch 3. Überhaupt kein Problem. Ball einsammeln. Neuer Versuch. Sehr gut. Yeah. Was auch ganz wichtig ist, versucht nicht auf dem ganzen Fuß zu landen und so trampeln wie ein Elefant, sondern versucht auf eurem Fußbein zu landen, damit ihr von da hochspringen könnt. Ihr werdet merken, die Sprungkraft verändert sich gar nicht, aber dadurch seid ihr flexibler, wie ihr den Abschluss wählen könnt. Sehr gut, 10 Treffer bei Louis. Wir machen noch eine ganz schnelle Trinkpause und kommen dann mit der letzten Aufgabe zurück. Hier nochmal ein Hinweis für euch. Was wir alles im Angebot haben, habe ich ja eben schon in der Trinkpause aufgezählt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt uns eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube. Wir sind für jede Kritik offen, versuchen immer besser zu werden und euch zu Hause ein cooles Angebot zu schaffen. Aber dafür ist es wichtig, dass ihr uns auch mal Feedback gebt. Was machen wir gut, was machen wir vielleicht noch nicht so gut und was sollen wir verbessern, damit ihr weiterhin Spaß habt, bei uns dabei zu sein. Wir brauchen euch und helft uns dabei, weiterhin ein cooles Produkt hier zaubern zu können. So, Louis hat seine Flasche wieder zugemacht, richtig gut. Wir starten wieder wie die letzten Male an der Dreierlinie. Jetzt haben wir aber die Aufgabe, nicht einfach 2 Handwechsel vor dem Körper zu machen, sondern wir haben einen Handwechsel vor dem Körper und wir haben ja eben schon trainiert, dass wir den Ball durch unsere Beine dribbeln. Ja, also erster Handwechsel vor dem Körper, zweiter Handwechsel durch die Beine. Louis macht euch das gerade nochmal vor. Richtig cool, richtig gut. Louis, du darfst an der Dreierlinie starten. Handwechsel durch die Beine, genau. Aber du achtest darauf, dass du mit der rechten Hand anfängst, damit du gleich mit der rechten Hand zum Korb dribbeln kannst. Zack, zack. Sehr gut. Korbleger, super, genau. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten mit euch. Deswegen, wir machen in der nächsten Woche eine kleine Wiederholungsfolge mit Passaufgaben, die ein bisschen neu sind, aber wir wollen in der nächsten Woche nochmal den Rechtskorbleger wiederholen, den Sprungstopp links wiederholen und was wir heute gemacht haben, den Sprungstopp rechts wiederholen. Um den Sprungstopp rechts noch ein bisschen zu festigen, wollen wir jetzt unsere beiden Handwechsel, wie besprochen, machen, zum Korb dribbeln und dann nicht wie der Louis gerade einen Rechtskorbleger machen, sondern einen Sprungstopp, ganz genau. Also, zack, bam, Attacke zum Korb, Sprungstopp und rein ins Glück. Sehr gut. Richtig gut, Louis. Bam, bam und Attacke zum Korb, abstoppen, rein damit. Klasse. Zum Abschluss brauchen wir noch 5 Treffer von Louis und von euch zu Hause. 1. 2. Louis hat auch ein richtig cooles Tempo, auch wenn er gerade nicht auf dem Weg zum Korb ist, trödelt er nicht nach oben, sondern er rennt sofort wieder nach oben, damit er sofort die nächste Wiederholung starten kann. Treffer? 4? 3, alles klar, dann brauchen wir noch 2. Richtig gut, abstoppen und rein damit. Sehr cool, Louis. 1 Treffer brauchen wir noch. Bam, bam, und Attacke. Super. Ah, überhaupt nicht schlimm, Beischnappen, neuer Versuch. Dann können wir auch unsere Wiederholungszahlen hochhalten. Super. Das war der 5. Treffer. Wie immer zum Abschluss wollen wir noch 2 Freiwürfe in den Korb werfen. Da ist schon der erste bei Louis.
Überhaupt nicht schlimm. Versucht, die Kraft aus euren Beinen zu nehmen und die Kraft aus euren Beinen zu nutzen, den Ball in den Korb zu schmeißen. Was Louis auch schon richtig gut macht, er bereitet sich vor mit ein, zwei Dribblings, guckt, wo der Korb hängt und schmeißt den Ball dann auf den Korb. Überhaupt nicht schlimm. Louis, atme mal tief durch jetzt, wenn du den Ball oben hast. Vorbereiten und den Ball in den Korb schmeißen. Überhaupt nicht schlimm. Geh auch nochmal, genau, wieder ein bisschen zurück, damit du wirklich bei deiner Freiwurflinie bist. Überhaupt nicht schlimm. So, jetzt aber. Ein bisschen eine höhere Flugkurve werfen, damit der Ball auch von oben in den Korb gehen kann. Tada! Super. Gut. So. Kommst du her? Ja. Super. Sehr gut. So. Das war's schon wieder. Unsere dritte Aufgabe unseres U11 und Jünger Trainings. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Louis, wie war's? So gut. Das ist die Antwort, die wir hören wollen. Sehr gut. Schön, dass ihr dabei wart. Anstrengend war es auch noch, höre ich gerade. Aber genau so soll es sein. Wir wollen ja ein bisschen wieder in Schwung kommen, damit wir, wenn es endlich wieder losgehen kann, auch alle gut vorbereitet in die Halle kommen können und dann endlich wieder zusammen fleißig trainieren können. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Denkt an alle unsere Programmpunkte, die wir haben. Gleich das U12.14 Uhr Training. Heute Abend das Fitnessprogramm bei Susi. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.